Das grösste Gehekriterium der deutschen Schweiz, nämlich das ums blau-weisse Band von Zürich, hat traditionsgemäss am Ostersamstag stattgefunden, rund ums Zollfreilager. Bevor sich die Elite auf die Strecke gemacht hat, sind Schüler sowie Jugendliche am Start gewesen. Es hat aber auch ein Damenrennen gegeben über 5 Kilometer. Mit am Start die 20-fache Schweizer Meisterin Margot Vetterli, die im Vorjahr als Siegerin ins Ziel gekommen ist. Sie ist mit der Startnummer 31 auf der Strecke. Das Jahr hat die 40-jährige Geherin vom SC Panther Zürich müssen mit dem zweiten Platz Vorlieb nehmen. Geschlagen wurde ist sie von der deutschen Barbara Landkauf aus dem württembergischen Eglosheim mit der Startnummer 45. Auf dem 1130 Meter langen Kurs hat die deutsche Athletin ab der dritten von 4 Runden klar geführt und sich nicht mehr einholen lassen. Von der Schweizer Meisterin wollte ich wissen, wie man zu dieser doch eher ungewöhnlichen Sportart kommt. Für mich war es so, ich bin das Turnen für jedermann und dort haben wir den Altmeister Leiser gehabt, der heute mit mir noch trainiert, mein Trainer. Und der hat mich so entdeckt und mich gefragt, ob ich mal mitkomme auf den Routengrund, um die ersten Gehversuche zu unternehmen. Und so bin ich hängen geblieben. Und seitdem bin ich einfach begeistert von dieser Sportart, von diesem Ablauf. Was ist es denn, was einem so daran begeistert? Also mir vor allem macht es Spass, der Ablauf, der Bewegungsablauf, finde ich eher sinnig. Sind nicht eher unnatürlich, also gegen den Körper? Nein, ich finde überhaupt nicht. Ich finde jetzt eher das Joggen unnatürlich. Und beim Gehen habe ich viel weniger Aufprall am Boden. Wie sieht es aus mit dem Vergleich Schweiz-International? Wie stehen da die Schweizer? Ja, da sind wir also schon noch ein bisschen hinten drin, würde ich sagen. Damit wären wir beim Rennen von der Elite über 20 Kilometer angelangt, wo sich bestätigt, dass für die Schweizer schwer ist, international vorne mitzuhalten. Die Schweizer Spitzenläufer kommen übrigens aus dem Welschland oder Tessin. An der Spitze von dem Rennen läuft aber der 35-jährige Italiener Fabio Ruzzi aus Rom mit der Startnummer 7. Der Freiburger Pascal Jarrière mit dem 12. mag als einziger Schweizer längere Zeit mithalten, aber in der letzten Runde wird Averno vom zweiten Italiener auf Platz 3 verwiesen. Der Ruzzi gewinnt schließlich mit dem neuen Streckenrekord in einer Stunde 28 Minuten und 30 Sekunden. Interessant ist sicher noch, dass man eben nicht einfach drauf losgehen kann. Ein Fuß muss ja immer am Boden sein und beim Auftreten dabei sollte das Knie durchgestreckt sein. Wir kennen im Gehrichtersport zwei internationale Gehrichterzeichen, die also anerkannt sind. Die häufigsten Fehler sind die Symbol, kein Kontakt mit dem Boden. Und das andere ist, wenn der Mann mit den Knien läuft. Und wer 3 solche Verwarnungen kassiert, der wird disqualifiziert. Und da Sie jetzt ja die Regeln kennen, möchten wir Ihnen zum Schluss ein paar Stilstudien nicht vorenthalten.